Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Craft the World. Meine kleinen Zwerge sind fleißig und betreiben hier ein wenig Terraforming und werden sich demnächst wieder in die Mine begeben und weiter nach Erzen suchen. Erzen graben, was auch immer. Genau, wir bauen das hier gerade noch fix ab und gehen dann wieder in die Mine. Ich werde hier gerade nochmal ein Portal aufstellen, damit die nicht den ganzen Weg laufen müssen. Und jawohl. Und danach gehen wir in die Mine. So, das ist gut. Das darf er einsammeln. Und gucken wir mal, ob denn... Die Mine habe ich, glaube ich, zugemacht, oder? Die Tür... Ja, genau. Die Tür habe ich vorhin zugemacht, damit die nicht in die Mine können. Sondern das machen, was ich gerne möchte. Sprich, hier Feuerpfeile, die habe ich in der... Den Befehl dazu habe ich in der letzten Folge bzw. zwischen der letzten Folge und dieser Folge gegeben. Das sind Feuerpfeile, habe ich das gerade gesagt? Ich weiß es schon nicht, oh mein Gott, ich werde alt. Genau, Feuerpfeile sind das. Und ja, hier machen wir ein kleines bisschen Terraforming. Hier lagen ja noch ein paar Materialien, die die Zwerge einsammeln sollten. Und das haben sie jetzt auch gemacht. Das ist auch ganz gut so. So, hier liegt noch ein Rezept. Ein Komfortbett, ja, genau. So, das dürfen die auch noch abbauen. Und sollen wir das hier abbauen? Ach komm, was soll's. Das bauen wir auch ab und dann bauen wir es auch wieder zu. So, hier den Baum nehmen wir noch mit und das nehmen wir auch noch mit. Und dann dürfen unsere Zwerge wieder in die Mine. Ja, ich denke, da liegt schon wieder ein Rezept. Ein Blumenbett. Ich würde eher sagen, das ist ein Blumenbeet, aber nun gut. So, das nehmen wir auch nochmal mit. Mach's wieder ein bisschen schneller. Und dann... Wollen wir die Schafe noch mitnehmen? Es wird schon wieder dunkel. Ach Mensch. Ich glaube, unsere Zwerge brauchen Laternen. Ach ja, übrigens, ich habe mal gegoogelt nach dem Bug. Also, ich habe 3 Safe Games. Einmal das Let's Play und 2 andere Safe Games, die ich halt in meiner Freizeit spiele. Und überall bekomme ich den blauen und den grünen Diamant als grüner Diamant angezeigt und ich kann ihn nicht benutzen. Ich kann ihn nicht in einem Rezept benutzen. Ich meine, in dem Rezept für die, ich glaube, das nennt sich Workshop. Hier für dieses Lager hier. Das kann man ja auch herstellen. Und dafür braucht man, meine ich, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, dafür braucht man einen grünen und einen, habe ich gerade einen Untoten gedacht, der fischt, okay. Braucht man einen grünen und einen blauen Diamanten. Oder war es für ein anderes Rezept? Ich weiß es jetzt nicht. Es ist ja auch grundsätzlich egal für was. Aber es hat nicht funktioniert. Ich konnte es nicht bauen. Es steht halt bei beiden grüner Diamant. Und wenn ich das dann in dieses Rezept reinlege, es funktioniert nicht. Ich konnte es nicht herstellen. Und das finde ich echt schade. Ich möchte nämlich ungerne, nur wegen diesem Fehler... neu anfangen. Das würde mich echt ärgern. Und ich glaube, euch wird das auch nicht gefallen. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wärt ihr dafür, dass ich was Neues beginne? Also grundsätzlich alle meine Safe Games lösche und beginne was Neues in der Hoffnung, dass es dann funktioniert? Oder aber soll ich das so belassen und kann dann halt zum Beispiel keine Tränke herstellen? Weil für Tränke brauche ich garantiert diese Diamanten. Ja, also ich bin gerade so ein ganz kleines bisschen angefressen und weiß ehrlich gesagt nicht, was ich machen soll. Ach, hier unten liegen ja auch Rezepte. Brötchen und was haben wir noch? Garn, okay, sehr gut. Ja, ich bin gerade so ein kleines bisschen verzweifelt, kann ich es nicht nennen, aber ja, begeistert bin ich jetzt nicht, dass das in allen dreien... in allen drei Safe Games der gleiche Fehler ist und ja, ist ein bisschen blöd. So, ich wollte Essen herstellen. Was machen wir denn?
wollte eine Küche herstellen, ne? Die haben wir immer noch nicht. Das könnten wir ja mal machen. Wo war sie denn? Ich habe sie doch gesehen in der letzten Folge. Das Rezept haben wir, aber... Den steinernen Herd können wir herstellen. So, wie war das mit dem Steinbeil? Da brauchen wir Sand, Wasser und... Oh, wow, wir haben einen Stein. Das reicht gerade so. Sudele. Und was brauchen wir noch? Ach, Stein, du ahnst es nicht. Kriegen wir jetzt Stein her? Haben wir hier abgebaut? Haben wir hier nicht irgendwo so einen blöden Berg? Das bauen wir hier alles ab. Komm, bau mal den Baum ab. Und das hier kannst du dann auch gleich mal mit abbauen. So. Dann gehen wir mal ein bisschen auf die Jagd. Ein Stein in der Sitzung, ja. Ich muss noch scharf hin, so. Ach. Ich will doch nur das Schaf anklicken, verdammt. Okay, jetzt haben wir es. So. Das kann dann auch mal weg. Und ein rundes Fenster. Und das machen wir auch mal weg. So. Sind so fleißig, meine Zwerge. Okay, Relief. Ole, Uli, wie auch immer das heißt. So, da kommen sie nicht mehr dran, was jetzt kein Drama ist. Sollen sie laufen, das schaffen sie. Ach nee, das ist doof. Warte mal. So. Wenn das, die so schnell laufen, erwische ich das Schwein nicht so. Na, jetzt hab ich's. Wieso benutzen die denn jetzt bitte schön nicht das Portal? Doch, tun sie. Sehr gut. Ach, hier ist der Berg. Alles klar. Gut, gut. Dann gehe ich mal zurück. Oder auch nicht. Ich lasse hier noch ein bisschen schuften, die Zwerge. Und dann gehen wir zurück. Holz können wir ja eigentlich immer gebrauchen. So, haben wir hier noch irgendwo einen Friedhof? Was ist denn hier unten? Können wir da hinleuchten? Ach, da ist gar nichts. Okay. Ich werde hier nochmal das Portal ein bisschen verlängern. Und wenn die Jungs das hier abgebaut haben, dann werde ich das hier auch noch wegholzen. Beziehungsweise... Terraformen. Pelle, genau. So. Das kann auch weg. Und ein Rezept. Ein Eisenfrauen. So. Da wird schon wieder dunkel. Jetzt dreht er durch. Das ist ja sehr gut. Oh, Jungs. Fleisch. Was haben wir denn zu essen? Salat kann ich machen.
ne? Ein bisschen Salat. Besser als gar nichts. Salat ist gesund. Vitamine und so. So. Ja, komm, hol's mal ab. Ja, gut. So. Überhaupt Mithril? Ich glaube nicht, ne? Mithril doch eins. Aber das haben wir, glaube ich, mal bekommen, als wir auch einen Zwerg bekommen haben. Ja. Also gefunden haben wir noch kein Mithril. Aber was nicht ist, kann er noch werden. So. So, das Kram war auch mal weg. Und das auch. So. Und hier noch. Und dann nehmen wir das noch mit. Genau. Guck mal, wie fix das geht. Ich bin ja echt begeistert. Ein Schmiedelehrbuch, was haben wir noch? Das Schindeldach. Ja, sehr schön. Reliefpione, alles klar. So, Wasser. Ja, und dann ist, glaube ich, alles weg, oder? Da kommen sie gleich nicht mehr durch. Da lassen wir das mal stehen, damit die durchs Portal können. Beziehungsweise das läuft ja eh gleich ab. Dann stelle ich hier unten mal Neues auf. So, genau. Oh, sehr schön. Eine Schussscharte, okay. Ja, sehr gut, sehr gut. Dann lassen wir das hier nochmal abbauen und dann kann das auch nochmal weg. So, und dann haben wir hier eine schöne gerade Fläche. Und hier, da können sie nicht, da muss der Baum weg. Und das nächste Rezept, einem Langbogen. Da brauche ich Stahl. Ja, das ist gut. Ich glaube, den werde ich herstellen. Das ist sehr gut. Den kann ich dann für unsere Jäger benutzen. Wie war das? War der Stahl jetzt hier oben oder da unten? Na, gucken wir mal. Ah doch, sehr gut, ja. Gut. So, das auch noch weg. Und das. Und das. Uh-oh. So. So. Ich will mal die Kühne angreifen. So. So, perfekt. Portal steht noch ein bisschen. So. Sehr gut. Kompasszauber. Zeigt dir nächst. Ah ja, okay, sehr gut. Das wollen wir doch dann gleich mal herstellen, oder? Den nächsten Geheimraum. So, was brauchen wir? Stahl. Den können wir ja herstellen. Eisen haben wir jetzt ein kleines bisschen was. Kohle haben wir auch. Sehr gut. Da stellen wir mal. Ach, komm, was soll der Geiz? Stellen wir mal ein paar her. Dann brauchen wir rosa Diamant, Quarz, Spinnennetz, Hirne und Nadeln. Ja, sehr gut. Stellen wir dann gleich her, sobald wir. Das fertige Erz haben. Fertigen Barren wollte ich eigentlich sagen. So. Ja, schön. Dann muss nur noch der Berg weg und dann habe ich eine schöne gerade Fläche.
Und das Steinproblem ist jetzt auch behoben. Jetzt haben wir Steine. Genau. So, nächstes Rezept. Laterne. Und ein Schreinerbuch. Sehr gut. Was haben wir jetzt eigentlich für Berge? Der Bogenschütze. Guck mal, der bekommt direkt von mir hier diesen Langbogen. Und habe ich noch ein... Da habe ich noch eins. Guck. So, da haben wir einen Schwertkämpfer. Wir müssen unbedingt Eisenrüstung, hier Stahlrüstung machen. Der hat keinen Stahlhelm auf. Ich habe auch keinen Stahlhelm mehr. Der hat eine Mütze auf, der nicht. Wenn wir noch mehr Eisen haben, bekommt er auch einen Langbogen. So. Ja, tut mir leid, Kleiner. Ist Portal noch da? Ja, Portal ist noch da. Sehr schön. Und dann kann es hier weitergehen, ne? So, hier sammeln wir mal ein bisschen Wasser. So. Genau. So. Jungs und Mädels. Das geht nicht, weil da dieser blöde Busch drauf steht. Ich werde das Portal jetzt auch mal ein bisschen versetzen. Ich läuft ja eh in 7 Minuten aus. So. Kommt, sammelt mal ein bisschen Wasser, dann kann das auch weg. Da wird es schon wieder dunkel. Ja, es tut mir leid. Ich hoffe, die Folge ist euch nicht zu langweilig, wenn die Zwerge hier so ein bisschen abbauen. Aber das gehört ja auch dazu. Und ja, ich denke, in der nächsten Folge gehen wir dann wieder in die Mine und sammeln Erze für die Rüstung. Genau, so machen wir das. Ja, das war's dann auch schon wieder, ihr Lieben. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wir sehen uns übermorgen wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.